Claudia Norberg war ein Zuschauerliebling im Dschungelcamp, doch die Anrufe reichten irgendwann nicht mehr aus und so musste sie das Camp verlassen. In der Nacht vor ihrem Auszug erzählte sie noch Dani, wie sie und Michael Wendler sich kennenlernten. Der Wendler war Claudias erster Freund, mit dem sie auch mit 19 ihr erstes Mal hatte. Eine Zeit lang schenkte der Wendler ihr als Liebesbeweis jeden Tag eine Rose. Für ihren Ex-Mann hat Claudia nur positive Worte übrig. Das ist ein toller Ehemann gewesen, bis zuletzt. Ich hätte gerne noch eine zweite Chance bekommen. Der Micha ist wirklich ein ehrenvoller Mann und auf sein Wort konnte ich mich immer verlassen. Und deswegen weiß ich, dass er mir nicht schaden wird. Auch das Thema Insolvenz kommt auf den Tisch. Claudia verrät, dass sie von 1.178 Euro im Monat leben muss. Alle Einnahmen, die darüber liegen, gehen an ihren Insolvenzverwalter. Ihre Situation sei sehr kompliziert und die Dschungelgage würde bei ihren hohen Schulden nur ein wenig helfen. Wir drücken Claudia die Daumen und hoffen, dass sie nach dem Dschungel genug Geld einnehmen wird, um bald aus der Insolvenz raus zu sein.